Flushi und es geht hier weiter mit dem nächsten Bundesliga-Spieltag und zwar, so wie es aussieht, gegen Werder, gegen Wolfsburg. Und da wollen wir natürlich mal starten. Wir sind natürlich heim, lassen das so und dann wollen wir... Oh, Friedrich ist verletzt. Oh, daneben. Und es regnet. Naja, dann wollen wir mal. Wir haben Anstoß. Oh.
Peer Helmes macht das erste Tor bei Wolfsburg in der 34. Minute. Wow. Kringe. Barrios. Schwache Leistung von mir. Da hätte ich hingehen sollen. Und noch mit der Hand, so wie es ausbekommen. Wir sehen es nochmal an. Und das, ja, noch berührt, es gibt Ecke. Formation einmal ändern. Ne, so ist in Ordnung. Und mal gucken, ist da jemand, der nicht mehr kann? Tauschen wir ihn hier aus, Kagawa gegen Kehl und Leitner kommt rein für Götze. Einmal wechseln. Und weiter geht's. Zweite Halbzeit ist angebrochen. Man hört die Fans hier quer durchs Stadion rufen. Thank you.
Das Kreuz. Oh. Gegen VfB Stuttgart 1:2 verloren. Hoffenheim gegen Kaiserslautern 0:0. Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV 0:0. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach 0:0. Und Werder Bremen gegen den 1. FC Köln 3:1 gewonnen. Da gucken wir uns einmal die Tabelle an. Sehen, momentan sind wir mit Barrios Torschützenjäger mit 10 Toren und wir sind in der Tabelle auf Platz 3. Schalke auf Platz 2 und Bayern München auf Platz 1. Ja, unser nächstes Spiel geht gegen Bayern München. Das war's von mir und tschüss.